Ja, wir sind die Babysitter. Babysitter von Menschen, die im Kindesalter stehen geblieben sind und jetzt in einer Erwachsenenhülle stecken. Eins steht fest, über diese Hölle auf Erdenerfahrung mit einem Narzissten kann nur jemand mitreden, der das persönlich erlebt hat. Das kann man nicht erlernen, auch nicht theoretisch in einem Psychologiestudium. Sorry. Uns Narzissten opfern geht am Ende der Beziehung, zumindest ganz im Gegensatz zum toxischen Ex-Partner, zumindest ein Licht auf. Das heißt, eine ganze Lichterkette. Nie im Leben zuvor sind wir in einer einzigen Beziehung so oft verarscht und betrogen worden, wie in einer narzisstischen Beziehung. In allen meinen Beziehungen zusammengenommen habe ich sowas nicht erlebt. Und ich denke, ich spreche dafür alle Opfer aus einer narzisstischen Beziehung. Alle werden nach dem gleichen Schema finanziell und/oder emotional ausgesaugt und am Ende einfach ausgetauscht. Gegen neue Supply. Oder die alten Backups aus der umfangreichen Handy-Kontaktliste. Und das muss man sagen, und das sage ich auch so. Weil so ein Mensch zu viel Schaden anrichtet und nie mehr, zumindest in meinem Leben, eintreten darf. Ein Lügner, ein Future-Faker, ein zigmal Fremdgeher. Du solltest dir keine Zeit nehmen für Babysitting eines im Kindesalter stehen gebliebenen Wesens in der Hülle eines Erwachsenen. Wie gesagt, du solltest keinen Bock mehr auf jemanden haben, mit dem du zwar in einer Beziehung bist, bei dem du aber bei jedem Wort Angst haben musst, dass er das eventuell falsch versteht. Jemand, der notorisch fremd geht, und dir dann auch noch die Schuld dafür gibt, der dir überhaupt für alles die Schuld gibt. Ein kranker, manipulierender Mensch, der sogar seine Nächsten verarscht und es gar nicht für nötig erachtet, in Therapie zu gehen. Weil er natürlich keine Behandlung benötigt, sondern alle anderen Menschen die Idioten sind. Das glaubt er zumindest. Nein. Schauspieler gibt es genug in der Glotze. So jemand braucht niemand zu Hause. Auch meine Moralvorstellungen passen so absolut null zum Thema Narzissten. Okay, er hat erst gar keine. Oder gibt es einen Narzissten, der wirklich treu in einer Beziehung war, ohne viele weitere Sexpartner so nebenbei? Gibt es das? Mein Tipp: Informiert euch und achtet auf die Red Flags dieser Toxen. Wartet nicht, bis die Maske fällt, denn dann ist es eigentlich zu spät. Geht, besser rennt vorher aus dieser Beziehung. Und seid froh, wenn der toxische Ex ein neues Objekt gefunden hat. Denn dann muss sich jemand anderes diesen Schauspieler antun.